Zu gefährlich? Emil Ozean bekommt Möhre zum Kieferkühlen. Wie die Zeit vergeht. Seit August vergangenen Jahres sind Janni Hönscheid, 27, und Berkus Mag, 42, Eltern von Söhnchen Emil Ozean. Fans konnten seitdem dank zahlreicher Social-Media-Posts die Entwicklung des kleinen Mannes mitverfolgen. Jetzt steckt der heranwachsende Spross sogar schon in der Zahnwuchsphase. Damit nicht zu sehr unter den Schmerzen leiden muss, setzen die Eltern auf eine umstrittene Methode. Auf Instagram teilte ein Foto von sich mit auf dem Arm vor mittlerweile gewohnt paradiesischer Kulisse. Dazu schrieb die Blondine, Emil Ozean bekommt jetzt schon das dritte Zähnchen. Diesmal geht es oben weiter. Um es dem Nachwuchs so angenehm wie möglich zu machen, gibt es daher kühlendes Gemüse. Wir geben ihm ab und zu eine kalte Karotten- oder Selleriestange zum Abkühlen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, beschrieb die Surferin das Vorgehen. Sie bittet im selben Atemzug aber auch um Hilfe bei ihren Followern. Nur nagt er manchmal schon kleine Teile ab und verschluckt sich dann ein bisschen. Habt ihr Tipps? Diese Sorge kennen auch die Nutzer. Während einige Kommentatoren die Gemüsemethode als sehr gefährlich einstufen, gibt es aber auch viele hilfreiche Hinweise von anderen Mamis für das Bärchen. Einen kühlen Beißring fanden unsere ganz doll oder ein kalter Teelöffel aus Metall lauten die vorgeschlagenen Alternativen von hilfsbereiten Supportern.